Moin moin ihr Lieben, heute geht's wieder los mit Weihrauch überall. Ja, wir sitzen wieder draußen, haben es uns gemütlich gemacht und wie man sehen kann, sind wir mitten auf dem Marktplatz in Bloerfelde. Und neben mir sitzen Klaus Vogt und Paul Behrens vom Bürgerverein Bloerfelde. Warum haben Sie denn gerade den Marktplatz ausgewählt? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Der Marktplatz war schon lange Jahre hier ein zentraler Punkt des Stadtteils. Im Jahre 2009 ist für diesen Marktplatz hier ein Wettbewerb, eine Ausschreibung entstanden und der Marktplatz ist deutlich neu gestaltet worden. Und zwar um einmal die Funktion des Marktplatzes, also als Verkaufsplatz für Obst und Gemüse etc. pp. Zu verbessern, im Wesentlichen aber auch um diesen zentralen Punkt dann sozusagen auch für öffentliche Veranstaltungen herzurichten. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Das hat wahrscheinlich auch den Grund, dass es in dieses Sanierungsprogramm eingebaut war und insbesondere die Gestaltung des Marktplatzes, die Neugestaltung, mit einem hohen Aufwand und einer starken Bürgerbeteiligung verbunden war. Also, dass viele Ideen in die Gestaltung des Marktplatzes eingeflossen sind. Und zwar der Bloerfelder, die explizit daran beteiligt waren. Okay, und ich würde sagen, also mittwochs und freitags ist hier, glaube ich, ordentlich was los. Also sind die Bloerfelder hier. Und was würden Sie sagen, wo sind die Bloerfelder noch gerne in Ihrem Stadtteil unterwegs? Also das sind vor allem die Grünflächen. Bloerfelde selber hat einen sehr hohen Baumbestand, sehr großen Baumbestand, aber dann rundherum Wildenloh, die Ahrenniederung und die Kennedy-Teiche. Die laden nicht nur zum Verweilen ein, zum Spazierengehen. Man sieht sehr viele Läufer dort oder eben auch Radfahrer, die sich auch am Wochenende gerne dort aufhalten. Und warum leben Sie beide denn jetzt gerne in Bloerfelde? Sie wohnen ja schon ein bisschen länger hier und was bevorzugen Sie denn persönlich an Bloerfelde? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Also ich lebe seit 85 hier in Bloerfelde, bin zugezogener, muss ich schon dazu sagen. Ich habe hier in Bloerfelde beide Wohnformen selber sozusagen erleben dürfen, meine Frau und ich, meine Familie. Wir haben lange in der Kennedystraße im Block gewohnt und haben dort kennenlernen können, wie ein Zusammenleben auch in Blockbebauung gut funktioniert. Wir sind dann später in ein Einfamilienhaus hier in der Nähe der Kennedystraße gezogen und haben auch da wieder eine sehr, sehr gute Nachbarschaft gefunden. Und ich glaube, das ist das Stichwort. Bloerfelde zeichnet sich, egal wie man hier wohnt, durch ein hohes Maß an entwickelter Nachbarschaftsbeziehung aus. Obwohl wir ja wissen, dass Bloerfelde als also einwohnerstärkster Stadtteil auch ein sehr gemischter Stadtteil von den Herkünften her ist. Da wird mein Kollege gleich noch was zu sagen. Aber genau, dass das gut funktioniert, wozu man natürlich immer was tun muss aktiv, das hat mich hier im Stadtteil auch gehalten. Ja, ich habe hier vor 20 Jahren schon mal gewohnt. Dann bin ich zwischenzeitlich nach Berlin gegangen und bin zurückgekommen und wohne jetzt mit meiner Familie hier in Bloerfelde. Und das Interessante ist, dass man eben hier einen sehr bunten Stadtteil hat, wie Berlin halt, Klein-Berlin. Aber auf der anderen Seite auch, also man glaubt gar nicht, wie viele Hintergrundstücke Bloerfelde besitzt. Und wir haben ein solches Hintergrundstück. Wir wohnen dort und es ist sehr leise. Also es ist nicht alles nur an der Bloerfelder Straße, sondern es gibt hier eben eine sehr schöne Bebauung, Hintergrundstücke oder in Seitenstraßen. Und die Uni ist ja auch nicht ganz weit weg. Also hier sind auch viele Studenten, würde ich jetzt sagen. Aber würden Sie auch sagen, ist es hier eher so schon Familienviertel? Also hier sind leben überwiegend Familien oder? Das ist in jedem Fall so zu sagen. Also es ist ja so, dass Bloerfelde sich charakterisieren lässt durch eine Baustruktur, die A von Ein- und Zweifamilienhäusern und entsprechenden Grundstücken gekennzeichnet ist, aber auch meinetwegen hier jetzt explizit durch das Kennedy-Viertel, wo eine stärkere Bauverdichtung stattgefunden hat und wo die GSG ja insbesondere große Wohnungen in den 60er und 70er Jahren gebaut hat. Das heißt Wohnungen für Familien. Und das wird auch sehr deutlich. Bloerfelde ist ja nicht nur der einwohnerstärkste Stadtteil, sondern auch mit dem höchsten Anteil prozentual an Kindern und Jugendlichen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Grundschule hier in Bloerfelde hinten am Schramperweg fast durchgängig vierzügig war.
Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, in jeder Jahrgangsstufe 4 Klassen. Das sind immer mindestens 100 Kinder pro Jahrgangsstufe. Daran wird das schon mal deutlich. Das wird man auch noch weiterhin sehen am Schulzentrum, das ja auch mit hohen Klassenfrequenzen bestückt ist. Wir haben hier in Lohrfelde etliches an Kindergärten und Krippen von unterschiedlichen Trägern. Das ist in den letzten 10 Jahren auch noch mal stark gewachsen. Wir haben hier glücklicherweise gleich vis-à-vis das Jugendfreizeitzentrum, das seit 1974 existiert und durchgehend auch seinen Betrieb hatte. Also daran sieht man schon, dass das stark auf Familien ausgerichtet ist. Aber Familie heißt ja auch, die älter geworden sind. Drüben haben wir ein Seniorenheim hier direkt am Marktplatz. Wir haben mehrere Seniorenheime hier. Also da wird das auch noch mal klar. Und was würden Sie denn sagen, wie hat sich denn Lohrfelde jetzt historisch entwickelt? Also was ist hier in den letzten Jahrzehnten eigentlich passiert? Na, es ist tatsächlich vor dem Zweiten Weltkrieg war das sehr landwirtschaftlich geprägt. Mit der Lohrfelder Straße kam dann die Besiedlung links und rechts davon. Und wie mein Kollege jetzt schon gerade sagte, es gab eben diese kleinen Siedlungshäuser mit einem langen Garten. Es war halt noch kleine Viehhaltung möglich, ein großer Gemüsegarten. Das braucht man heute alles nicht mehr und deswegen wurden die Hintergrundstücke halt entsprechend bebaut. So ist Lohrfelde nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und dann eben vor allem geprägt auch durch das Kennedy-Viertel, aber eben auch durch eine sehr bunte Mischung an Besiedlung. Sehr viele Studierende, die Strecke zur Uni ist sehr kurz, ist nur 1 Kilometer entfernt. Beide Standorte, Wächleu sowohl als auch Ahrentor. Die Polizeischule ist hier direkt am Ende der Lohrfelder Straße und dann bieten Einzelhandel und Handwerk eben auch viele Ausbildungsplätze an. Wir haben vom Bürgerverein vor etwa 10 Jahren dieses Buch aufgelegt. Und zwar mit Matthias Schachtschneider, hier in Oldenburg ein wichtiger Autor für Geschichtliches, um die Geschichte Lohrfeldes darzustellen. Das ist mit vielen Originalabbildungen versehen. Hier sind auch viele Originaldokumente, die sozusagen auch formalrechtlich mal aufzeigen, wie hat sich so ein Stadtteil eigentlich entwickelt, wie ist er zum Stadtteil geworden. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Wer das haben möchte, kann das entweder direkt bei uns beim Bürgerverein bekommen oder es ist möglich, es hier vorne bei Rüther, dem Schreibwarengeschäft, da liegen immer Exemplare aus, zum Preise von 15 Euro zu erwerben. Wir haben es in einer ganz hohen Auflage damals herausgegeben und wer es jetzt noch haben will, sollte sich beeilen. Wir haben, glaube ich, noch knapp 100 Stück. Okay, also alle wissen jetzt Bescheid. Ja. Und wenn jetzt jemand aus München nach Oldenburg kommt und Sie besucht, was würden Sie sagen, was soll diese Person unbedingt im Lohrfelde mal machen? Na, erstmal den Bürgerverein besuchen. Okay, gut, ja. Wir tagen immer im Lindenhof. Ja. Der Lindenhof, das ist eine Gaststätte, eine Lokalität, so eigentlich noch mit recht etwas dörflicherem Charakter. Aber sehr viele Veranstaltungen finden dort statt, sogar Bingo für junge Leute. Auch die politischen Parteien tagen dort. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Restaurants hier entlang der Lohrfelder Straße, ein bisschen auch seitlich davon. Wir haben natürlich hier auch den Wochenmarkt, einen Gemüsemarkt, Blumenstände, Fleisch, Speisen aus anderen Nationen. Und der ist hier immer mittwochs vormittags aufgestellt und freitags vormittags und ist auch sehr gut besucht. Und den Sportverein TuS Lohrfelde müssen wir natürlich auch nochmal erwähnen, der ein sehr großes Angebot an Sportaktivitäten bietet. Das klingt schon sehr vielfältig hier. Ja, darüber hinaus würde ich noch sagen, es lohnt sich dann auch tatsächlich einen kleinen Spaziergang durch den Stadtteil zu machen, weil zum Beispiel hier der Marktplatz, den finde ich nach wie vor wirklich sehenswert, der ist mit einer Wegezeit von 5 Minuten zu Fuß mit dem Naherholungsgebiet am Kennedy-Deich verbunden und bei gutem Wetter macht das Spaß, da einfach mal drum zu gehen. Spaziergang ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt ja schon jede Menge gehört und ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal von euch und gehen einfach mal durch Lohrfelde und ja.